Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Stoppenbach. Heute bereits schon am Mittwoch. So, es geht wieder weiter, es geht wieder los. Ich werde jetzt nicht ganz klassisch Kompost verladen und bla und bla bla, weil das haben wir die letzten paar Folgen gemacht. Wir werden jetzt erstmal zu Ende mähen. Ja, das haben wir nämlich gestern mit CP angefangen. Werden diesen Fleck jetzt hier einfach selber fertig mähen, weil ich gestern vergessen habe, tatsächlich diesen Kurs zu speichern. Das ist das Problem. Werden aber natürlich weitere Kurse dann oder weitere Felder dann mit CP wieder mähen lassen. Und ja, wenn irgendjemand natürlich da draußen der Meinung ist, ich müsste mir jetzt sofort ein Heckmähwerk kaufen, sonst wird er das Abo löschen. Jungs, ganz ehrlich, tut euch keinen Zwang an, macht es einfach und nervt mich nicht damit. Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt wirklich sage, wenn sich jemand sagt, boah, überleg mal vielleicht ein Heckmähwerk zu kaufen, würde ich das sogar machen, ne? Dann würde ich das wirklich machen und würde sagen, guck mal, lohnt sich das nicht. Aber wenn jemand mir so kommt, ne, dann wird auf alle Fälle die nächsten 10 Folgen kein Heckmähwerk da sein. Weil ich gerade nur, weißt du, nee, also das finde ich schon eine bodenlose Frechheit tatsächlich. Egal, lassen wir das sein. Beschäftigen uns mit den schönen Dingen des Lebens. Was mache ich mit dem Gras? Ich hätte mir gedacht, weil wir noch keine Tiere haben, ne, und weil wir eigentlich jetzt Kohle brauchen für die Tiere, man muss das Ganze ja ein bisschen weiter denken, würde ich sagen, wir werden das Gras zu Ballen verpacken und werden die dann einfach in den Komposter werfen. Ist zwar jetzt relativ das Gleiche, ist mir vollkommen klar. Wenn ihr eine bessere Idee habt, könnt ihr mir die gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin ja nicht lernresistent. Das heißt, bessere Vorschläge natürlich sehr, sehr gerne zu mir. Ist es noch mein Feld? 31, oder? Ja, das ist mein Feld. Guck mal. Oh mein Gott, hier geht's runter. Okay, lass mal gucken, wie er das auf der 31 machen würde, weil das habe ich tatsächlich noch gar nicht gemacht. 31. So. Zeig mal. Oh. Das ist absoluter Quatsch. Oh, Alter, das ist auch nicht geil, ne? Hinten wird es vielleicht besser sein. Lass mal das so machen, aber wir nehmen uns dreimal Vorgewände, okay? Dann sieht das Ganze ein bisschen besser. Okay, das würde vielleicht funktionieren. Lass uns nochmal gucken, wenn wir 4 Vorgewände haben. Nochmal zum Test. Ja, das finde ich besser. Dann fährt er zuerst ein paar Mal außen rum. Das finde ich besser tatsächlich. Okay, dann würde ich sagen, fang am ersten Wegpunkt an und viel Spaß, ne? Ich hoffe, du fährst nicht gleich jetzt irgendwie rein. Aber nee, das macht er nicht. Oh! Das war schon Alarmstufe dunkelrot, ne? Wo wollte denn der jetzt hincruisen? Da hinten ist sein Anfangspunkt. Ja, holla die Waldfeder. Okay. Was machst du? Was machst du hier? Du hast den Streifen übergelassen. Schäm dich. Schämen sie sich. Der Geräteversatz ist noch drin. Egal. Unser Ford. Was hat denn der gemacht? Ist er jetzt... Oh, genau. Da wollten wir noch ein Vorgewende bauen, ne? Fahren. Nicht bauen, fahren. Dann werden wir es gleich fahren, das Vorgewende. Und solche Sachen hier ist halt die Frage, ne? Nimmt man alles mit oder lässt man einfach was stehen und gut ist? Das Coole am, wenn das angehoben wird, ne, dann machst du nichts kaputt. Ganz blöd umschrieben jetzt. Das heißt, du fährst wirklich ran, wo es zum Arbeiten ist, lässt es runter und dann läuft das. Das ist halt schon ein Vorteil an der ganzen Geschichte hier. Ich werde jetzt mal gucken, ob ich einen CP-Kurs machen kann für... Ne, wir haben eigentlich gesagt, wir werden sehen, ne? Also nicht sehen im Sinne von sehen, sondern ihr wisst, was ich meine. Okay. Das sieht gut aus, das kann man eigentlich so lassen. Doch, glaube ich schon. So. Wir können meinetwegen... Ne, wir machen das jetzt richtig professionell und werden jetzt den Grober zum Hof bringen. Werden den abstellen und wir werden dann eine Sämaschine schnabulieren und werden uns mit dieser Sämaschine dann... Wir werden doch Kompost verladen. Ja, verdammt, ich wollte eigentlich... diesmal was anderes machen, aber tatsächlich ist es so, ich habe ja gesagt, ich möchte die 10.000 Krieg zurückbezahlen, jetzt fällt es mir auch wieder ein, und ich möchte auch
mir 2, 3, 4, 5 Big Bags kaufen mit Saatgut und Dünger. Das ist halt schwierig. Muss ich noch was nachgucken, ganz fix? Ja, ist wieder alles okay. Ja, das habe ich jetzt nicht bedacht. Ah gut, mein Gott. Der Steuer ist blockiert. Warum bekomme ich keine Meldung über CP, wenn der Steuer blockiert ist? Das ist die Frage. Aber ich habe keine Antwort drauf. Eigentlich müsst ihr doch eine Meldung bekommen. Hier läuft nicht, bla bla, hast du nicht gesehen, irgendwas, weißt du? Aber man bekommt ja gar keine Meldung. Das ist ein bisschen schade. Naja, wir gucken uns das auf alle Fälle gleich an. Erstmal Seemaschine ankuppeln. Gucken, was der Steier für ein Problem hat. Und dann werden wir ganz kurz Kompost verladen mit dem... wie heißt er? Merlo. Werden den dann wegbringen, gleich den Kompost. Ich hoffe, man bekommt noch gleich viel für ne, das eine und andere. Und dann werden wir mit dem Merlo gleich die Paletten einfüllen in diesem wunderschönen, in dieses wunderschöne Ansehgerät. Was wir jetzt schon mal tatsächlich zum Händler fahren können. Den Deckel können wir auch schon mal aufmachen, weil das würde dann gleich umgehend, wird das ja dann befüllt, ne? Da. Hoppala, wo war denn das so nah rangezoomt? Kollisionskamera oder was ist da los? Boah, die Laterne, ne? Die habe ich lieb gewonnen, du. So. Okay, das heißt, wir stellen uns erstmal hier rein. Jo, wir stellen uns hier rein. Weil hier kann dann auch befüllt werden. Das passt. So. Kurz gucken. Oh, du enttäuscht mich, Junge. Du enttäuscht mich. Ach, hier ist der Anfangspunkt. Genau unter dem Baum. Boah, ist ja auch wunderbar gewählt, ne? Das ist natürlich auch Quatsch gewesen jetzt. Dass der Anfangspunkt hier drunter ist. Gucken wir mal, wie weit er kommt. Doch, er müsste passen. Außer es ist wieder so ein Baum, ne? Irgendwie wieder irgendwie in der Nähe. Dann wird es schwierig. Der vorne... Oh, geht eigentlich. Wir lassen uns einfach überraschen. So, er zieht seine Bahnen und zieht seine Bahnen und zieht seine Bahnen. Wir werden jetzt erstmal noch ein bisschen verladen. Wobei, es ist schon einiges drin hier, ne? Es ist schon einiges drin hier. Alter, unser Komposthaufen wird größer und größer und größer. Ich muss unbedingt diese Förderbänder mit reinnehmen. Guck mal den Haufen an, ist ja Wahnsinn, ey. Na, soweit geht, können wir uns bald einen guten Anhänger, also noch einen guten Anhänger kaufen. Ba, ba, da, ba, ba. Du fährst dran, es wird eigentlich nicht weniger, ne? Also, effektiv wird es nicht weniger. Wie viel gehen da noch rein? Gebt jetzt Tipps ab, ich sag noch 6 Schaufeln. Ich glaube, 6 Schaufeln gehen noch rein. So, das ist die erste. Man kann es halt so schwer sagen, ne? Aber ich glaube, ich habe mittlerweile so ein bisschen Gefühl dafür. Ja. Ich glaube doch nicht, dass 6 sind. Ich glaube, dass es 3 waren. Weiß ich. Ja, schwierig zu sagen. Das ist die zweite, ne? Nicht vergessen, das ist die zweite. Man, das Ding packt halt 4000 Liter mit einmal, ne? 6 Schaufeln ist eigentlich kompletter Quatsch, weil es wäre der ganze Anhänger voll gewesen wahrscheinlich. Das ist die zweite Schaufel jetzt. Oh, eine geht noch. Eine oder zwei. Maximal 2, glaube ich. Bin ich aber selber gespannt jetzt, ne? Ja, und wir müssen natürlich auch gucken, wo können wir anfangen, ne? Ich möchte nicht irgendwie blindlings jetzt irgendwo anfangen, sondern ich möchte wirklich gezielt sagen, okay, wir fangen hier und hier an. Okay, es waren knapp 3. Knappe 3 Schaufeln waren es. 6 habe ich geschätzt, aber ja, ich habe mich dann relativ flott dann doch nochmal korrigiert, weil man einfach gesehen hat, das läuft nicht. So, natürlich fahren wir jetzt mit Merlo. Ist ja ganz klar, ne? Viele Paar haben auch gedacht, der Merlo bleibt hier und wird nur zum Fahren, also zum B- und Entladen verwendet. Nein. Der Merlo muss wirklich ran hier, ne? 31.500 am Platz. Mach mal die Plane drüber, Hans-Dieter. Meine Güte. Das Gute ist halt, du kannst halt mega gut manövrieren mit dem Ding. Das ist wirklich schon ein Pluspunkt. Oh, aber wenn der Werner so kacke fährt, ne, dann kann auch sein, dass wir hier nicht rauskommen. Oh, das wird knapp. Nein! Oh, muss das sein? Jo, alles klar. Wieder mal komplett versagt. Oh. Oh, nein! Warum? Warum?
Wie schafft man sowas? Jetzt geht's aber. Manövrieren ist wirklich nicht schlecht, ne? Aber du musst halt auch den Anhänger ein bisschen im Auge behalten, nennen wir es mal so. So, beste ist Ego und dann nicht mehr nach hinten gucken. So. Wo sind wir denn da reingefahren? Wir müssen gucken, hat sich der Preis geändert? Das ist eine Sache, die wichtig ist. 1366 war es gewesen. Warte, das kann nicht stimmen. Na, immer noch gleich. Ändert sich der Preis hier nicht oder was ist hier los? Also ich möchte mich jetzt nicht künstlich beklagen, ne? Aber was ist da los? So, diesmal dürfen wir die Einfahrt nicht verpassen. Letztes Mal bin ich einfach vorbeigeknallt, ne? Da kenne ich nichts. So, hier rein. Was ist eigentlich hier vorne? Was ist hier? Oh, ist aber teuer. Das ist ein Milchviehbetrieb. Ah, okay. Ja, ist schon mal, klingt schon mal geil auf alle Fälle. Aber nee. Nee. Man merkt halt direkt, dass der Merlo sehr viel schwächer ist, als wie jetzt der klassische Traktor, den wir sonst fahren. Steyr etc. Fährt der eigentlich noch, wenn wir gerade beim Thema sind? Oder fährt, ne? Der Premium fährt auch. Ja, läuft. Wie gesagt, diese Fuhre verkaufen. Dann müssen wir wieder zurückfahren. Heute wird sich nicht alles ausgehen. Bam, bam, bam. Bin ja gespannt, ob ich da jetzt besser reinkomme mit dem Merlot. Also, nicht, dass ich jetzt vorher schlecht reingekommen wäre, aber naja. Nee, ich habe den nicht berührt. Das hat nur bei euch so ausgesehen. Ich habe den nicht berührt. Nee. Nicht mir wieder Sachen unterstellen, ne? Habe ich nicht gemacht. So, wir machen natürlich wieder unseren Trick 17. Hier reinfahren und vorne gleich rumfahren. Ja, die Kameraansicht liegt momentan auf der Schaufel. Ja, ist wirklich so. Alle CSZ-Schaufeln, Gabeln haben eine eigene Kameraansicht bekommen. War nicht meine Idee. Habe ich so genommen, wie sie gekommen ist. So. Müssen wir hier vielleicht noch ein bisschen experimentieren? Das Wichtigste, das Allerwichtigste, ne? Nicht schnell. Wenn du zu schnell rückwärts fährst, dann bekommst du den nicht mehr. Dann lenkt er in irgendeine Richtung, den fängst du nie wieder. Oder wenn man halt sieht, zum Ende hin, ja, es wird eine knappe Kiste, dann lenkst du halt nochmal rum und dann passt das wieder. Siehst du? Da war jetzt wirklich nicht. Dieser Schwung und dieser Wechsel von rechts nach links, das ging ja jetzt hier bravourös. So. Ich wollte gerade sagen, bekommen wir jetzt mal einen Trigger. Ich muss wieder los hier, ich habe keine Zeit. Warte. Wir werden das jetzt umschalten. Wir werden jetzt Kornschiefer links hinten. So. Jetzt ist es hier richtig entladen. Nicht wie so bei den kleinen Kindern. So. Wahnsinn, was das Geld bringt, ne? Wahnsinn. Aber ist auch gut. Dann haben wir zumindest eine geile Einnahmequelle, auf die wir uns auf alle Fälle verlassen können. So, die Schaufel ist ein bisschen groß hier vorne. Kann man die auch. Oh, guck mal, jetzt ist nicht mehr so schlimm. Bam, 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 bam. So, wir sind hier reingefahren oder von hier gekommen, glaube ich, ne? Ja. Das Hemd an der Wäscheleine habe ich wiedererkannt. Ja. Okay, das heißt, wir müssen ansehen, die 70, die 26, die 72, die 73, die 74, die 79 und die 109. Ist es bei euch auch gerade so hell-dunkel gewesen? Was ist da los? Was ist das hier? Index out of range. What? Sagt mir nichts. Ich hab mich verfahren. Ich glaube, es ist egal, wo ich jetzt reinfahre. Ich glaube, wenn ich hier reinfahre, dann komme ich über das große Tor rein. Wenn ich hier vorne rumfahre, dann komme ich über die kleine Auffahrt, die ich vorher auch nicht geschafft habe. Naja, wir gucken mal. Das passt. Das war jetzt nicht berührt. Das ist Quatsch. Nein. Das war nur die Notbremse.
Komm, guck mal, wie wir geschmeidig hochkommen. Wie Profis machen wir das. Also die Profis, die es nicht können, ne? So. Ja, guck mal an hier. Haben wir aber wirklich gut gemacht, finde ich. So, okay, das machen wir. Wir machen das jetzt so. Ich werde den Merlö, werde ich jetzt noch gleich rüberstellen, zum... Ach, komm. So. Jetzt wird diese Schaufel wird jetzt noch abgekuppelt hier. So. Zack. Dann wird noch, weil das liegt mir wirklich am Herzen, Kredit bearbeiten, zurückzahlen, zurückzahlen. So. Der Kredit wurde zurückgezahlt. Perfekt. What? Hatte ich nicht gerade vorher noch mehr... What? Weiß nicht. Egal. Vergiss es. Palettengabel möchte ich auf alle Fälle noch kaufen und Dünger und Zackung möchte ich auch noch kaufen. Und dann gucken wir mal, wie es aussieht. So, Moment. Momentchen. Teleskoplader, Gabel, die, dann, da vertraue ich tatsächlich auf die Standardgabel, weil da, die ist echt gut, was das anbelangt. Ich hätte noch, da war allerdings gesagt, vergesst es, einmal Saatgut und einmal Mineraldünger. So. Und die zwei Sachen, die werden wir dann morgen verladen. Wir werden die Gabel noch ankuppeln, damit ich weiß, was ich machen wollte. Aber den Rest machen wir dann morgen. Liebe Leute, wir sind fertig für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Wir sehen uns, wenn ihr möchtet, morgen wieder um 12 Uhr. Quatsch, um 16 Uhr. Zu einer weiteren Folge hier auf der Stadtbach. Ich freue mich. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.